für eure ganzen Follows und auch noch herzlich willkommen. Jetzt hab ich mit, die kriegt da irgendwelche. Wie hieß der Ausdruck? Olga. Dickpics. Was? Auf dem Handy geschickt von was? Irgend... Was? Ja, ja, dicke Pics. Dicke Pics? Ja. Also das sind keine dicke Schweine, ne? Nee. Wobei, da sind auch dicke Schweine bei, ja. Das ist irgendwie Gott. Richtig. Oh Gott, ich will das nicht. Oh, das tut... Melanie, das tut mir echt leid, dass du da echt Stress hast mit deinem Handy. Ruft dir schon wieder einer an. Oh Gott. Oh nee. Frau Melanie, was machen Sie denn nebenberuflich? Melanie Kowalski? Hallo? Oh, Alter, Melanie. Oh. Melanie, hallo hier. Oh. Nee, so gut. Sehen Sie, so geht das jedes Mal. Die rufen an. Es tut mir echt leid, Melanie. Das ist an der Nummer, weil die wählen Sie bestimmt. Die rufen an und stöhnen hier jedes Mal so ins Telefon und legen dann auf. So, ich lass halt mit dem Treffen heute Abend, Frau Melanie. Warum? Ich muss das Handy ausschalten. Das ist mir doch ein bisschen... Ich kann mein Handy heute Abend doch einfach ausmachen, das geht. Aber momentan kann ich das ja nicht ausmachen. Also, Sie werden angerufen von Fremden. Wo haben die denn die Nummer her? Ja, das weiß ich ja nicht. Der Herr Müller, Hähnchen Müller hat die von zum Beispiel einem Typen weitergegeben. Tatsache, die ist wirklich größer als ich. Sehen Sie, die ist sogar ein kleines. Wer sagt das denn? Hier, der mit der Glatze, dem haben sie meine Nummer gegeben. Der Herr hat ein kleines Ego, weil er. Sicher, so klein ist. Der kann er nicht sagen. Ja, dann müssen Nancy in solche Schuhe wie ich aber an, denn du bist auch größer. Naja, der wollte auch mit ihr ein Date haben, auch, ne? Aber jetzt, du bist ja so gefragt hier, kann ich ja leider nicht. Ja, das kann ich nicht. Meinst du? Oh, ja, aber Melanie, guck mal, du bist der Stern hier im. Aber schau, die Melanie ist kleiner als du. Und hier labern schon wieder so viele. Ja, lass uns mal ein Stück rübergehen. Die sind alle neidisch auf dich hier. Sehr schlimm. Also chinesisch wollen wir essen. Ja, aber Telefon aus. Ja, das mache ich dann aus. Oh Gott. Darf ich meine Webcam mitbringen? Was für ein Ding? Meine Webcam. Was wollen Sie denn damit machen, Frau Melanie? Dann kann ich so Videos machen, bezahlen Leute Geld für, wenn die mir beim Essen zugucken können. Das ist ja sowas wie Social Eating. Genau. Och Mann, man muss nicht die ganze Zeit lachen, ey. Scheiße. Oh fuck, ey. Wollen Sie dann auch damit drauf sein? Warum? Oh, so lange so viel gelacht habe ich jetzt heute noch gar nicht. Die Leute, die ja, in meiner Umgebung geweint, sind, ne? Die lachen irgendwie immer oder weinen. Ich weiß auch nicht. Bei mir hat sie immer geweint, die Olga, bei mir. Naja, das musst du mal überlegen, woran das liegt, Herr Näher. Aber wenn ich dann mit dem Herrn Marx zusammen bin, dann sagst du auch immer, oh Marx zu mir, oder? Oder soll mir doch lieber Kowalski annehmen? Du bist meine Stiefmama. Dann, oder muss ich dann Mama zu dich sagen, Melanie? Wenn du möchtest. Oh, Herr Marx, Sie müssen noch einen Kosenamen der Melanie dann geben. Das heißt, Däubchen. Ich sage dann Mama. Däubchen, okay. Gut. Däubchen. Oh. Melanie gerade schon gefragt, ob ich sie kann dann nennen Mama, wenn ihr seid zusammen. Ja, erstmal essen gehen. Ja, geht erstmal essen. Erstmal schon essen gehen und dann kommt drauf an, danach noch ein Nachtisch. Oh, davon diese Nachtisch, ich möchte nichts hören. Oh, Melanie. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Es gibt ja. Ich klopfe mal auf deine Rücken, du hast sie gerade an deine Cola verschluckt. Ja, aber auf die Hose. Ja, Entschuldigung. Warte, ich klopfe. Entschuldigung. Oh. Was ist denn los, Melanie? Und da bekommt dich nicht. Oh, Olga, hast du jetzt ein bisschen geärgert oder was? Ich hab mich gerade ein bisschen verschluckt. Beim Trinken. Verschluckt, Achso. Ach so. Ja. Ich hab wieder zu viel in den Mund genommen. Nee, nicht immer das kleine Ding im Mund nehmen. Also, er hat ja schon als kleines Kind gelernt. Wie war das? Mund nehmen und wie war das? Wegen der Schweigepflicht, ja. In den Mund nehmen, die Salami und Fresse halten, hat Papa immer gesagt.
Ich auch nicht schlucken, spucken oder was? Nein, um Gottes Willen. Wenn das wer hört hier, Alter. Wir haben Spaß. Och, Melanie. Ja, bitte. Melanie, das ist aber schön. Du müsstest mal den Streifen, gestreifte kurze Hose holen. Frau Melanie. Warum? Ich muss mir das Mickey-Mäuschen. Ja, weil irgendwie. Weil irgendwie das sieht aus schon wie eine Biene-Meier-Hose ein bisschen. Wie so eine Biene-Meier-Hose. Vorne gelb, hinten braun. Ich weiß auch nicht, wo diese weißen Flecken herkommen überall. Hier, guck doch mal hier hinten auf meinen Popo. Siehst du die weißen Flecken? Papa, überleg dir das bitte nochmal. Babuschka, ich habe mich umgezogen. Mamuschka, was? Du siehst irgendwie noch immer scheiße aus, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich habe nicht mehr Schnellfickerhose. Warte ab, bis der Schönheitschirurg in die Stadt kommt und dann meldet.